Moin moin Freunde und herzlich willkommen zurück in der Penny DL hier in Köln in der Lanxess Arena gegen die Kölner Haie geht es heute und es soll mal wieder ein Sieg her werden nach der Pleite gegen Schwenning. So, hier ist es Batiste, aber hier ist es Verletsch, der hier gut durchkommt, hier die Scheibe auch weiter behält, aber auch jetzt hier ist es Köln, die hier durchkommen. Und es hat sich auch im Tor ein bisschen was geändert. Es steht drinnen im Tor die 56 Maximilian Franz Repp. So, weiter geht es. Köln versucht sich hier natürlich ein bisschen festzuhaken. Schafft es tatsächlich auch gut. Aber hier, Franz Repp hat auch die Scheibe sehr, sehr sicher im Safe drinnen. So, weiter geht es hier für die Bremerhaven Alex Friesen. Auch hier geht es für Alex Friesen erstmal weiter. Aber auch das wird nicht gerade belohnt. Hier Alex Friesen weiter. Aber hier Kamera, hier ist es Masimoto mit dem 1:0 für die Kölner Haie. So, weiter geht es hier. Bremerhaven muss natürlich jetzt nochmal einen Anschluss finden. Was natürlich auch möglich ist, klar. Aber was muss Bremerhaven wirklich noch reißen, um hier wirklich was rauszuholen? Wieder einmal Masimoto, immer noch Masimoto. Auch hier versucht er, die Scheibe gut durchzubringen. Hier ist es Alex Friesen, der hier auch zu Fall gebracht wird. Kamera, hier ist es Maximilian Franz Repp und damit hält auch die Scheibe fest. So. Weiter geht es hier in dieser Partie. Bully gewonnen, McKenzie. Hier ist es Vikingstedt, der hier sein Ding versucht. Und es gibt immer noch kein Zurückkommen von Mr. Samuelsen, der immer noch hier nicht im Spiel mit dabei ist. Hier, Maximilian Franz Repp, super safe, super gefangen. Den One-Timer abgefangen. Und damit geht es erstmal weiter vor Maximilian Franz Repp. Ja, Bremerhaven noch nicht so oft vom Tor der Kölner gesehen, aber es kann nur besser werden. Jetzt mit einem starken Ross Mauermann. Ross Mauermann immer noch hier und hier versuchen sie natürlich auch das Tor zu machen. Wieder ist er gescheitert. Und Batiste und hier der Diss einfach drinne. Auch für ihn das erste Tor in dieser Saison. Der Neuzugang der Kölner Haie. 2:0 für Köln. Wie geht es hier weiter für die Bremerhavener? Sie müssen natürlich auch hier versuchen, einfach ein Spiel zu machen. So, weiter geht es hier. Stark gespielt. Ja, wieder ist es Bremerhaven, die versuchen hier dieses Spiel gut zu spielen. Hier aber nicht wirklich dahin kommen, wo sie hinwollen, hin müssen. Immer noch Batiste. Hier ist es Nicolas Jensen, der hier auf Alex Friesen, wollte ich gerade sagen, geht. Aber hier ist es wieder ein Bremerhavener, der dazwischen ist. Und der wird einfach mal gehalten. Und im Tor steht Lunemann. Das ist ja ein verblüffender Name der Kölner Torhüter. Müssen wir mal schauen. Stanislav Dietz. Auch hier geht es wieder in die andere Richtung. Jan Urbas muss hier durch. Kommt aber nicht dahin, wo er hin soll. Und damit ist das erste Drittel vorbei.
Ja, es steht 2:0 für die Bremerhavener. Für die Kölner. Wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. So, da sind wir zurück. Ich habe mal gerade nachgeschaut. Nicolas Lunemann wird aufgeführt als Backup-Goalie in der dritten Formation oder vierter Torhüter. Es sind nämlich vier Torhüter in der Kölner Abteilung drin. Und hier geht die Scheibe erstmal raus. Da freuen sich natürlich die Fans. Aber sie müssen natürlich den Puck auch wieder abgeben, weil da ein Chip drin ist. So. Weiter geht es für Bremerhaven. Hier für Jensen ein Fehlpass. Jetzt geht es hier über Jensen, wollte ich gerade sagen, ein Urbass. Aber Bremerhaven keine Chance hier gerade wirklich irgendwas zu reißen. Es bleibt weiterhin die Vorhand für die Bremerhavener. Die hier versuchen natürlich weiter ins Spielgeschehen einzugreifen. Aber auch das bringt nicht wirklich viel mit sich. Bremerhaven weiterhin nicht da, wo sie hinwollen. Jetzt ist es Urbass. Aber Lunemann hält hier perfekt. So, und hier wieder wird Bremerhaven gestört von Kamera. Aber hier muss man auch versuchen, wirklich ein Spiel zu machen, was anders aufgeht. Aber hier wieder Fehlpass, kommt nicht an, wo er hin soll. Masimoto wird hier zu Boden gebracht von einem motivierten, ja, Moritz Wirth. Der gebürtige Kassler Lunemann hält hier wieder einmal das Tor sauber mit seiner 1,90. Kann er hier gut durchkommen. Kann das Tor richtig gut zumachen. So, weiter geht es hier auf Seiten der Fischer Pinguins. Alex Friesen. Immer noch Alex Friesen. Ja, das hätte was werden können, aber es wurde nichts draus. Oliver hat hier auch noch mit ein bisschen was zu reden. Und hier wieder einmal Maximilian Franz Repp. Hier ist es Wladimir Eminger. Und hier kommt auch gleich noch einmal der Pass. Lunemann. Wieder einmal der treibende Keil hier in der Formation. So, weiter geht es hier für Bremerhaven. Hier eine Chance von Vikingstead und da wieder ein Pass, der nicht eigentlich dahin sollte, wo er hin sollte. So, jetzt geht es hier weiter über Verlitsch. Immer noch Verlitsch. Damit ist die Strafe ausgesprochen für die, ja, Bremerhavener. Nee, für die Kölner. Wer geht da raus? Behinderung, 2 Minuten für Austin. Und damit geht es erstmal hier fleißig weiter. Ist das jetzt die erste Chance für Bremerhaven, ein Tor zu machen oder eher weniger? Das ist hier die Frage. So, Urbass. Urbass holt den raus und hat Lunemann erstmal schön überwunden. Was ist hier los in der Lanxess Arena der Kölner Haie?
Es ist verblüffend und bleibt verblüffend. Powerplay-Tor für die Bremerhavener. Er wird hier natürlich, beweist sich hier immer mehr, zeigt, dass er eine Option weiterhin ist für das Spielgeschehen in der Geschichte der Bremerhavener. Und damit ist das Spiel auch schon wieder rum. Und damit gehen wir in die zweite Pause. Wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. So, da sind wir zurück. Und wollen hier nochmal einen Ausgleichstreffer holen. Vielleicht nochmal den Siegtreffer. Man weiß es nicht. Bulli ist gewonnen. Und da ist der dritte Treffer. Baptiste macht seinen zweiten Treffer in dem heutigen Spiel. So. Es geht weiter. Bremerhaven muss hier was bringen und auf dem Eis zaubern, um nochmal die Partie zu drehen. Wir wissen ja, Bremerhaven kann sowas. Aber wird es das heute Abend auch sein? Ja, war gut gespielt. Gut gedacht, aber kam nicht da wirklich an, wo er hin sollte. Und zwar auf Jan Urbas, der die Scheibe hätte gut reinhauen können. So, weiter geht es auf Sieger Jeglitsch. Jeglic kommt hier zwar durch, wird aber gestört, verliert die Scheibe. Und es geht weiter. Für Bremerhaven. Und da ist einmal das Abseits. So, weiter ist es hier spannender als je zuvor. In Bremerhaven weiß im Moment noch nicht so genau, wo sie hin müssen, wo sie hin wollen, wie sie hier was ausgraben. Aber hier Ludemann hat die Scheibe safe gehabt, auch wenn ich sie schon drin gesehen habe. Aber sie war stark gehalten. So, weiter geht es hier. Naja, wenn die Scheibe durchkommt, dann ist sie drinne, aber sie muss erstmal durchkommen. Das ist hier nämlich die Sache bei der ganzen Geschichte. So, jetzt geht es hier über Bruckgieser. Ja, man versucht hier ein paar Spiele zu machen, die funktionieren könnten, aber auch das wird noch nicht so ganz durchgeführt. Ja, es versucht auch die Verteidigung mit durchzulaufen, aber sie schaffen nicht den ausschlaggebenden Treffer. Aber jetzt auch nicht. Junge, was hält dieser Lunemann? Was hält der bitte hier? Das ist ja nicht zu glauben. Auch wieder ein Neuzugang in Köln. Louis-Marc Aubin. Ah, Stanislav Dietz hier. Oh, nicht mal die geht rein. Es ist ja unglaublich, was hier gerade in dieser Partie abgeht.
Abseits. 28 Sekunden noch. Dann nehmen wir eine Auszeit, die sich hoffentlich lohnt und gewaschen hat. Ja, was hat der Trainer gesagt? Wahrscheinlich sagt der Bulli gewinnen, aufs Tor laufen und schießen aus jedem Winkel, den es geht. Ja, 21 Sekunden noch in dieser Partie. Es scheint aussichtslos. Für Bremerhaven. Denn Köln spielt hier ein solides Spiel. Damit gewinnt Bremerhaven nicht. Und damit gewinnt Köln die Partie gegen starke Kölner. Und natürlich einen starken Lunemann, der hier einen krassen Part hatte zum Sieg der Fischer und Pinguins. Nicht, sondern der Kölner Haie. Und wenn man mal überlegt, was der für Saves rausgeholt hat, der Lunemann, ist das schon beachtlich. Wir sehen uns im nächsten Spiel wieder, wenn es heißt Bremerhaven will weiter die DL aufmischen. Bis dann, euer Bremerhaven Gaming.